Heiland Jesus Christus, der uns einlädt zu Fest und Feier, der uns heute eingeladen hat, miteinander den Kirchweihsonntag zu feiern, der Herr seiner Kirche, er sei mit euch allen. Feste muss man feiern, so wie sie fallen, so sagt es der Volksmund. Und so feiern wir an diesem Wochenende und heute Morgen hier in unserer Pfarrkirche das Kirchweihfest, hier in unserer Gemeinde Kretzschlag. So begrüße ich ganz herzlich die Kirchweihburschen, die Dorfjugend, die hier sich in den ersten Bankreihen mit ihren auffälligen pinken T-Shirts, mit ihren Kirchweih-T-Shirts eingefunden haben, die schon das ganze Wochenende miteinander Kirchweih feiern. Ich begrüße die Ministrantinnen und Ministranten, unseren Herrn Bürgermeister Vögler und seine Frau, die Damen und Herren vom Gemeinderat Kretzschlag. Ich begrüße die Familien und Ehepaare, die Kinder, die Erwachsenen, die Senioren, alle Gäste zum Kirchweihsonntag. Gestern Nachmittag beim Umzug durch den Ort wurden die Kirchweihbäume aufgestellt und das mehrtägige Kirchweihfest hat ja schon am Freitag begonnen, am Sportheim mit der Rocktankstelle. Fest, Feier und Freude gehören zusammen und treten als Geschwister auf. Das gilt auch jetzt für unseren Gottesdienst. Wir feiern mit Freude. Wir danken Gott für unsere Gemeinschaft, die Kirche aus lebendigen Steinen. Alt und jung sind miteinander beisammen, um in diesen besonderen Corona-Zeiten eingeschränkt, aber doch mit Freude das Kirchweihfest zu feiern. Jesus ist jetzt hier in unserer Mitte. Seine Liebe schenkt uns Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft untereinander. Im Kyrielied bitten wir Gott, dass er uns die Kraft gibt zur Freundschaft und so annimmt, wie wir sind. Dürfen wir voller Freude dankbar
einstimmen in den Lobgesang der Engel und himmlischen Chöre. Aus dem Buch der Weisheit. Ich betete und es wurde mir Klugheit gegeben. Ich flehte und der Geist der Weisheit kam zu mir. Ich zog sie Zeptern und Thronen vor. Reichtum achtete ich für nichts im Vergleich mit ihr. Keinen Edelstein stellte ich ihr gleich, denn alles Gold erscheint neben ihr wie ein wenig Sand. Und Silber gilt ihr gegenüber so viel wie Leben. Ich liebte sie mehr als Gesundheit und Schönheit und zog ihren Besitz dem Lichte vor. Denn niemals erlischt der Glanz, der von ihr ausstrahlt. Zugleich mit ihr kam alles Gute zu mir. Unzählbare Reichtümer waren in ihren Händen.
scheiden von Seele und Geist, von Gelenk und Mark. Es richtet über die Regungen und Gedanken des Herzens. Vor ihm bleibt kein Geschöpf verborgen, sondern alles liegt nackt und bloß vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft schulden. Wort des lebendigen Gottes. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Und Jesus
Lehrern auf, was zu tun ist. Jesus zählt 6 der 10 Gebote auf. Der junge Mann wünscht sich eine einfache Antwort, eine Punkteliste, eine Eintrittskarte in das ewige Leben. Und Jesus antwortet ihm auch kurz und bündig. Aber der junge Mann gibt sich damit noch nicht zufrieden. Er sagt, all diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Mit anderen Worten, ich mache dort schon alles richtig. Ich bin nicht nur reich an Geld, sondern auch reich an guten Werken und Tugend. Seine Antwort zeigt mir, dieser junge Mann will noch mehr als nur die Eintrittskarte in das Reich Gottes. Er will mehr als nur die Eintrittskarte ins ewige Leben. Irgendetwas fehlt ihm noch. Wonach sucht er? Dann heißt es, Jesus schaute ihn voll Liebe an. Er spürt hinter seinen Fragen das, wonach sich dieser junge Mann wirklich sehnt. Und Jesus spricht dann in der Antwort nicht davon, das ewige Leben zu gewinnen, sondern davon, ins Reich Gottes zu kommen, das schon auf Erden beginnt. Denn darum geht es Jesus eigentlich, um das Reich Gottes, das auf Erden beginnt. Immer wenn Jesus vom Reich Gottes spricht, dann spricht er von der Gegenwart. Das Reich Gottes ist da, jetzt mitten unter euch. Es geht dabei um die Gemeinschaft mit Jesus und die Gemeinschaft mit denen, die Jesus glauben. Es geht um die Gemeinschaft der Christen, also um die Gemeinschaft der Kirche. Und dann passt dieses Evangelium wieder ganz gut zu unserem heutigen Kirchweihfest. Es geht um eine neue Art des Miteinanderlebens für Jesus. Miteinander teilen, füreinander einstehen, vergeben, heilen, einander lieben, sich als Kinder des himmlischen Vaters verstehen, Gott erfahren in der Begegnung mit Jesus. Sehnt sich der junge Mann danach? Ja, ich denke schon, aber was muss er dafür tun? Jesus sagt, das Reich Gottes auf Erden ist vergleichbar mit einer Lebensgemeinschaft, mit einem Freundeskreis oder einer Partnerschaft. Um dazu zu gehören, genügt es nicht nur, irgendwelche Regeln einzuhalten. Die müssen zwar auch sein, aber sie sind nicht das Zentrum. Wenn man sich einer Freundesgruppe anschließen will, dann muss man sich einbringen, so wie man ist. Zeit haben, von sich erzählen, einander unterstützen, auch miteinander teilen. Das gilt auch für eine Partnerschaft wie die Ehe. Man muss manches loslassen, was einem bisher wichtig war, was einem bisher lieb und teuer war, um ganz in dieser neuen Gemeinschaft der Freunde Jesu, Gemeinschaft der Kinder Gottes oder in der Gemeinschaft einer Ehe oder eines Freundeskreises, einer Familie leben zu können. Jesus schaut also diesen jungen Mann voller Liebe an und spürt seine Sehnsucht nach einer tiefen Gemeinschaft mit ihm, nach einer tiefen Gemeinschaft, die es im Reich Gottes gibt, im Reich Gottes auf Erden. Wenn du zum Reich Gottes dazugehören willst, sagt Jesus, dann verkaufe, was du hast, gib das Geld den Armen und dann komm wieder und geh mit mir. Da, wo ich bin, ist das Reich Gottes, sagt Jesus. Schließ dich mir an, ändere dein Leben, lass dich auf das Neue ein. Der junge Mann kann das nicht. Er geht traurig weg, heißt es im Evangelium. Er ist nicht bereit zu diesem anderen Leben. Er hängt zu sehr an seinem Besitz, an den Sicherheiten. Und wenn er an seinem alten Leben festhält, dann kann er nicht gleichzeitig das neue Leben mit Jesus erfahren, was die Menschen erfahren, die mit Jesus gehen. Am Ende sagt Jesus zu seinen Jüngern, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes gelangt. Die Jünger erschrecken. Doch Jesus macht auch Mut, wenn er sagt, für Menschen ist das unmöglich, aber für Gott ist alles möglich. Das Reich Gottes können wir uns weder kaufen noch verdienen. Es bleibt ein Geschenk der Barmherzigkeit Gottes für alle, die in der Gemeinschaft der Glaubenden mit Jesus auf dem Weg der Gebote gehen. Es kommt darauf an, unser Herz in Gott zu verankern und nicht an materielle Dinge zu hängen. Gott allein genügt. Amen.
Weg und begleitet uns alle auf den Wegen unseres Lebens. Höre jetzt auf unsere Bitte. Lass unsere kirchlichen Gremien, Pfarrgemeinderäte und Kirchenverwaltungsmitglieder vertrauensvoll und konstruktiv zusammenarbeiten und bei Entscheidungen stets das Wohl aller im Blick haben. Christus, höre uns. Wir empfehlen Gott die Kinder und Jugendlichen unserer Gemeinde, besonders die Kommunionkinder, Firmlinge und Ministranten, damit ihnen vertrauensvolle und zuverlässige Begleiterinnen und Begleiter zur Seite stehen. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Wir wissen uns verbunden mit der weltweiten Gemeinschaft der Kirche. Segne unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Franz, die Priester und Diakone, alle Männer und Frauen, die zu einem Dienst in der Kirche bereit sind. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Wir beten für unsere verstorbenen Angehörigen, Freunde und Verwandte, für die früheren Seelsorger und Wohltäter unserer Pfarrei und für alle, die einen Platz in unserem Herzen haben. Heute denken wir besonders an Hildegard und Max Hofmann, Odilie und Hermann Österreicher und lebende und verstorbene Angehörige, Paul Niederwieser und verstorbene Angehörige der Familie Zissler, zum zweiten Seelengottesdienst Maria Ostmeier und für Walter Wolf zum zweiten Seelengottesdienst. Schenke ihnen Heimat und Freude. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du auf unsere Bitten hörst, die ausgesprochenen und die, die wir still im Herzen tragen und vertrauen auf deine treue Weggemeinschaft heute bis in Ewigkeit. Thank you.
Nimm unsere Gaben an, die wir an dieser heiligen Stätte darbringen, und mach uns selbst zu einer Gabe, die dir wohlgefällt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Ergebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Gott, unser Vater, und preisen dich, denn du hast uns ins Leben gerufen. Du lässt uns niemals allein auf unserem Weg und bist immer da für uns. Einst hast du Israel, dein Volk, mit starker Hand durch die weglose Wüste geleitet. Heute führst du deine pilgernde Kirche in der Kraft des Heiligen Geistes. Du bahnst dir den Weg durch diese Zeit in die ewige Freude deines Reiches durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum singen wir mit allen Engeln und Heiligen das Lob von deiner Herrlichkeit. Ebenso nahm Jesus nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen
das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Das Geheimnis unseres Glaubens. Seines Sohnes, der uns erlöst hat. Durch sein Leiden und seinen Tod am Kreuz hast du ihn zur Herrlichkeit der Auferstehung geführt und ihn erhöht zu deiner Rechten. Wir verkünden dieses Werk deiner Liebe, bis Jesus wiederkommt, und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Segens dar. Wir feiern das Opfer Christi, das er uns anvertraut hat. Er hat sich für uns hingegeben, schenke uns Anteil an seinem Leib und Blut. Wir bitten dich, schau gütig auf die Gabe deiner Kirche und gib, dass wir im Geist deiner Liebe für immer verbunden bleiben mit Jesus und untereinander. Barmherziger Gott, durch die Teilnahme an dieser Wahl stärke uns in der Einheit. Lass uns in Gemeinschaft mit unserem Papst Franziskus, mit unserem Bischof Franz, mit allen Bischöfen, Priestern und Diakonen und mit dem ganzen Volk Gottes im Vertrauen und Hoffnung deine Wege gehen und für alle eine Quelle der Freude und Zuversicht sein. Vater, erbarme dich unserer Brüder und Schwestern, die im Frieden Christi heimgegangen sind, und aller Verstorbenen, deren Glauben du allein kennst. Wir empfehlen dir besonders die Verstorbenen, in deren Gedächtnis wir jetzt die Eucharistie feiern, Verstorbenen, die einen Platz in unserem Herzen haben. Lass sie dein Angesicht schauen und schenke ihnen das Leben in Fülle. Wenn unser eigener Weg zu Ende geht, dann nimm auch uns für immer bei dir auf und lass uns zusammen mit der seligen Jungfrau Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit unseren Kirchenpatronen Petrus und Paulus und mit allen Heiligen, die loben und preisen, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Kinder Gottes, wir sind es, so dürfen wir voll Vertrauen geben. Vater, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von
damit deine Gemeinde im Heiligen Geist zum Tempel deiner Herrlichkeit wird. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Von den Segen und Hinweisen und Vermeldungen durch unseren Kirchenlehrer. Bitte sich einen Moment setzen, bitte. Dankeschön. Ja, liebe Gottesdienstbesucherinnen und Besucher, kurzer Blick auf die Gottesdienstordnung für nächste Woche. Ich darf noch mal daran erinnern und noch mal recht herzlich einladen am Dienstagabend zum Gebetsabend in den Pfarrgarten bei schönem Wetter oder bei schlechtem Wetter in der Kirche. Ein Gebetsabend zum Singen, Beten und Herumwirbeln. Plakat hängt auch im Schaukasten, kann man sich noch mal einlesen und noch mal informieren. 18 Uhr Beginn. Herzliche Einladung dazu. Am Mittwoch um 13.10. um 18.30 Uhr die Messfeier und am Samstag 16.10. um 18.30 Uhr die Vorabendmesse. Herzliche Einladung auch dazu. Die Klingelbeutelkörbchen, wie gehabt zurzeit, stehen an allen Ausgängen. Die Kollekte heute ist für den Pfarrbrief. Und da gilt es natürlich auch mal wieder Dank zu sagen für die wunderschöne Gestaltung wieder des Pfarrbriefes und für die Beiträge, die immer wieder geliefert werden. Besonderer Dank gilt natürlich unserer Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Petra Kram und meiner Tochter Karina Stumpf, die letztendlich das Layout, also das Erscheinungsbild und die Beiträge dann zusammenstellen und auch in dieser Form präsentieren. Also herzliches Vergelt's Gott und vielen Dank dafür. Applaus. Und vielen Dank und herzliches Vergelt's Gott für Ihre Kollekte und für Ihre Spende. Bitte anschließend wieder geordnet die Kirche verlassen, auf den Abstand achten bitte von 1,50 Meter, Maske auflassen bitte, sind alle Türen offen und wir beginnen dann wieder von hinten nach vorne die Kirche zu verlassen. Ein besonderer Hinweis soll ich noch geben, wir haben ja Kirchweihwochenende, wenn es natürlich auch vom Rahmen nicht so stattfinden kann, wie wir das erhofft haben, aber ich soll vom dem Elternbeirat des Kita Storkenes recht herzlich einladen zu einer Aktion heute Nachmittag, nämlich zu einem Kuchenverkauf zum Mitnehmen von 13 bis 16 Uhr in der Kita Storkenes. Und es besteht gleichzeitig die Möglichkeit, die neu geschaffenen Räumlichkeiten im Kindergarten bei einem Rundgang letztendlich zu besichtigen. Also herzliche Einladung im Namen des Elternbeirats. Auch dieser Aufhänger hängt draußen im Schaukasten, kann man sich nochmal einlesen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ergänzend zum Abbrief noch natürlich ein herzliches Dankeschön auch an unsere über 30 Ministranten, die dafür sorgen, dass die Pfarrbriefe immer in den Briefkästen bei allen Haushalten hier in Kreckstadt ankommen, bei allen, die sie wünschen. Darum ein herzliches Dankeschön für das Verteilen alle 2 Monate in alle Haushalte unseres Ortes. Ich danke den Kirchweihburschen für die Mitfeier unseres festlichen Gottesdienstes und lade euch herzlich ein, jetzt im Anschluss rüberzugehen ins Pfarrhaus, in den Pfarrsaal, miteinander bei einem Weißwurstfrühstück, bei einem Weißbier, die Kirchweih dann auch als Agape nach dem Gottesdienst weiter zu feiern. Bitten wir Gott dazu um seinen Segen. Wir stehen alle dazu auf. Der Herr sei mit euch. Segen und Stärke, Begleit und Beschützung, der lebendige, treue und liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige.